Führt Lukas Cordalis Papa Costas 75 Dschungelerbe fort? Kann Lukas Cordalis 55 das Vermächtnis seines Vaters fortführen? Im Jahr 2004 wurde Costa Cordalis, christliches Kreuz, 75, zum ersten Dschungelkönig in der deutschen Geschichte gekrönt. Eigentlich sollte sein Sohn schon im vergangenen Jahr die Chance bekommen, in die Fußstapfen des Schlagersängers zu treten. Eine Corona-Infektion machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist es aber endlich soweit und der Mann von Daniela Katzenberger, 36, kann sich im Dschungelcamp beweisen. Seine Schwiegermutter Iris Klein, 55, glaubt fest daran, dass Lukas auch die Krone mit nach Hause nehmen wird, wie sie Promi Flash versicherte. Sylvie Mais, heiße Verführung im Bikini. Bei diesem Anblick rasten ihre Fans aus. Nichts für schwache Nerven. Sylvie Mais ist die Göttin im deutschen Fernsehen. Wenn die hübsche Blondine vor die Kamera tritt, bleibt die Welt stehen. Jetzt schießt die 44-Jährige mit dem Pick den Vogel auf. Diese Aufnahme ist nichts für schwache Nerven. Heiße Beats im Paradies. Sylvie Mais ist derzeit im Paradies, und das auf den Malediven. Im heißen schwarzen Stoff präsentiert sie ihren umwerfenden Traumbody. Zu ihrem jüngsten Beitrag schreibt sie, "Time to get ready for a Maldivian Nur. What are your plans for tonight?" Zahlreiche Kommentare flattern unter dieses einmalige Foto. Fast 40.000 Follower rasten aus. Knackpo-Alarm. Wie macht sie das nur? Wo auch immer sie erscheint, Sylvie Mais begeistert jeden stets mit ihrem strahlenden Lächeln. Hinter dem Body einer Göttin steckt natürlich viel harte Arbeit. Die 44-jährige Blondine scheint einfach nicht zu altern. Was ist ihr Beauty-Geheimnis? Wir haben nachgefragt. Das Beauty-Geheimnis sei eine Kombi aus mehreren Ritualen. Als Basis zählt eine gesunde Ernährung und ausreichend Sport. Des Weiteren ist eine chemiefreie Kosmetik der scharfen 44-Jährigen besonders wichtig. Zusätzlich trinkt Sylvie 2 bis 3 Liter Wasser, benutzt reichhaltige Cremes und verwendet Augen- und Gesichtsmasken mit einem gewissen Glow-Effekt. Darüber hinaus treibt sie regelmäßig 5 bis 6 Mal die Woche Sport. Hinzu kommen 2-3 Mal die Woche ein Personaltraining. Bei der Ernährung ist sie absolut diszipliniert und verzichtet so weit wie möglich auf gesättigte Fette, Kohlenhydrate, Zucker und Alkohol.